Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und worum wird es im heutigen Video gehen? Ihr alle, denke ich mal, habt es mitbekommen. In den letzten Wochen ist doch tatsächlich ein bisschen der Wurm drin, was Scam von Plattformen angeht, was Probleme mit Plattformen angeht. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal einmal die Projekte, die wirklich noch seit Wochen jetzt auch tatsächlich stabil weiterlaufen, worauf man denn tatsächlich auch noch zählen kann. Projekte, die, ja, sage ich mal, auch von der Aufmachung her einen sehr, sehr guten und interessanten Eindruck machen. Alle diese Projekte habe ich in der Vergangenheit schon vorgestellt und das sind jetzt so meine Zugpferde, auf die ich weiter setzen werde. Ja, aber welche Projekte das sind, welche Plattformen mich weiterhin interessieren und wie es dort weitergehen wird, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Da bin ich auch schon wieder. Ja, und wer meinen Kanal schon des Längeren verfolgt, wird wahrscheinlich sehen, dass heute mal ein etwas anderer Hintergrund hinter mir zu sehen ist. Und zwar befinde ich mich momentan gerade in Berlin in einem wunderschönen Hotel direkt in der City, weil ich hier beruflich ein bisschen was zu tun habe. Also wundert euch bitte nicht und bitte wundert euch auch nicht, dass heute es etwas dunkler im Hintergrund ist, weil die Beleuchtung hier nicht ganz so geil ist und ich natürlich mein Ringlicht leider nicht eingepackt habe. Aber nichtsdestotrotz, das Business muss ja weitergehen und deswegen dachte ich mir, mache ich dieses Video auch von hier aus. Ja, und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, es gibt oder gab in letzter Zeit unglaublich viele Scam-Geschichten, Plattformen, die wirklich profitabel gelaufen sind, natürlich auch bei mir, die jetzt auf einmal weg sind vom Fenster, wie zum Beispiel Beyondwise oder natürlich auch Adyora, was uns allen wirklich einen großen Schock versetzt hat und auch erstmal so ein bisschen, zumindest bei einigen, die Lust am Investieren und ich kann das auch absolut verstehen. Momentan ist natürlich durch die Kursschwankungen an den Kryptobörsen natürlich auch, ja, irgendwie der Wurm drin. Weshalb man sich natürlich auch denken kann, dass das, sage ich mal, auf die ein oder andere Plattform natürlich auch Einfluss genommen hat. Zuletzt natürlich jetzt auch Swapnext, das Arbitrage-Trading, wo ich tatsächlich gedacht habe, ja Mensch, große Schwankungen können ja tatsächlich auch gut sein in dieser Branche, aber leider hat es natürlich auch Swapnext dann erwischt kurz nach Adyora. Sehr, sehr schade. Also dort funktionieren die Auszahlungen bedauerlicherweise auch nicht mehr. Ich habe das dann vorgestern das erste Mal bekommen oder mitbekommen, dass es dort Probleme gab. Aber, und das ist die gute Seite der Medaille, es gibt noch einige Plattformen auch in meinem Portfolio, die tatsächlich stabil und gut weiterlaufen. Und die würde ich heute ganz gerne einmal in diesem Video hier für euch natürlich durchgehen. Um da mal zu zeigen, alles klar, so werde ich weitermachen, weil Rückschläge gehören dazu. Wer sich noch erinnert, wir hatten um die Weihnachtszeit im Jahre 2021 auch ähnliche Probleme mit vielen Plattformen, die dann in den Scam gegangen sind. Aber es ging auch wieder aufwärts und so sehe ich das dieses Mal ganz einfach auch. Und zum Glück, wie eben gerade schon erwähnt, gibt es natürlich auch Plattformen, die tatsächlich sehr, sehr gut und zuverlässig weiterlaufen. Ja, und ich habe da so meine persönlichen drei Stück zusammengezählt bzw. zusammengetragen für den heutigen Abend, wo ich tatsächlich sage, dass die Dinger definitiv noch länger arbeiten werden bzw. jetzt auch schon für längere Zeit arbeiten und mir tatsächlich gute Dienste erweisen. Also lasst uns einfach mal in das Video starten mit der ersten Plattform. Das ist meine letzte Vorstellung gewesen und zwar ist das Invest Funds Online. Ich kann auch noch mal ganz von Anfang starten und zwar so sieht die Startseite hier von Invest Funds Online aus. Ich bin hier tatsächlich auch erst seit gut anderthalb Wochen registriert und investiert und seitdem hat sich tatsächlich bei mir auch schon einiges getan. Man konnte es natürlich gerade schon auf meinem Dashboard ganz kurz sehen. Insgesamt habe ich hier schon einen Profit von 243,77 erwirtschaften können.
59 US-Dollar habe ich mir im letzten Video davon auch schon ausgezahlt. Und diese Plattform ist natürlich sehr, sehr interessant aufgrund der Tatsache, weil sie natürlich sehr, sehr schön aufgebaut ist und auch von den, sage ich mal, Renditen jetzt nicht so übertrieben ist. Ich werde am heutigen Tage natürlich auch einmal diese Präsentation für euch und mit euch hier durchgehen, die es jetzt tatsächlich hier auch auf Deutsch gibt. Darin ist dann nochmal wirklich sehr, sehr übersichtlich aufgezeigt, was diese Plattform macht und vor allen Dingen natürlich auch, was diese Plattform so interessant macht und vor allen Dingen auch, was die Plattform sehr, sehr interessant macht für Leute, die jetzt, sage ich mal, die ganze Geschichte bewerben möchten und sich damit auch ein, sage ich mal, ja, schönen Stamm beziehungsweise eine schöne Community aufbauen möchten. Hier gehen wir noch mal ganz kurz durch. Wer meine letzten Videos sich angeschaut hat, der wird es schon wissen. Es gibt hier insgesamt zwei Pläne. Das eine ist der IFO Classic und das eine ist der IFO Crypto. Das Ganze wird dann auch noch mal in der Präsentation sehr, sehr gut erklärt. Ich möchte schon mal vorwegnehmen: IFO Classic ist ein ja, Plan, der mit der Börse zusammenarbeitet und der IFO Crypto, so wie der Name schon sagt, natürlich im Kryptobereich. Dazu kommt aber in wenigen Minuten auch etwas mehr. Ich bin hier in beiden investiert mit insgesamt 1000 Dollar, also beide zusammen mit 1000 Dollar. Und das Ganze schmeißt hier wirklich tagtäglich für mich Rendite ab. Man konnte hier sehen, beim IFO Classic gibt es 1,17% pro Tag. Die Mindesteinzahlung beträgt 25 Dollar. Die maximale Einzahlung liegt bei 25.000 Dollar. Und das Ganze läuft bisher sehr, sehr zuverlässig, kann man sagen. Diese Geschichte hier läuft von Montag bis Freitag, weil sie es natürlich an der Börse orientiert. Und Samstag, Sonntag sind die Börsen nun mal geschlossen. Und der IFO Crypto hier mit 0,91% pro Tag, der läuft tatsächlich von Montag bis Sonntag, gibt dann, wie eben gerade erwähnt, 0,91% pro Tag an Renditen und die ganze Geschichte läuft 7 Tage die Woche, weil die Kryptobörsen haben natürlich auch kein Wochenende. Ja, und wenn man hier mal auf mein Dashboard, auf meine Startseite vom Dashboard schaut, dann kann man tatsächlich sehen, dass die ganze Geschichte wirklich ohne Probleme weiterläuft und am Ende dieses Videos werde ich meine Pläne hier auch noch mal aufstocken, um da einfach noch ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Und das Ganze noch ein bisschen weiter anzukurbeln, weil ich sage mal, nachdem ich mir auch die Präsentation hier angeschaut habe, kann ich tatsächlich sagen, zumindest nach meinem eigenen Ermessen, dass die ganze Geschichte hier tatsächlich noch lange Freude bereiten wird. Na, und ich habe ja gerade auch schon erwähnt, das liegt natürlich daran, dass wir jetzt nicht wie zum Beispiel bei Atura, letztes großes Sorgenkind, unglaublich hohe Renditen haben, sondern dass egal welchen Betrag man hier einzahlt, man immer dieselben Rendite bekommt. Egal in welchem Plan man jetzt auch ist, ob im Classic oder im Crypto, man bekommt dieselben Rendite, egal ob man mit 25 Dollar anfängt oder eben mit 25.000. Und das finde ich sehr, sehr vernünftig. Und natürlich sind das auch Rendite, die sich tatsächlich auch sehr, sehr gut erwirtschaften lassen. Ja, mehr zu dieser Seite seht ihr natürlich in meinem Hauptvideo. Da habe ich natürlich nochmal alles erklärt. Auch im zweiten Video zu dieser Plattform. Ich verlinke euch beide natürlich nochmal in der Videobeschreibung unten drunter. Könnt ihr das gerne schauen. Hier wird auch noch mal einiges erklärt. Natürlich wird auch noch mal der Proof of Work gezeigt. Ich habe hier live mit euch in dem Video eine Auszahlung über diese 59 US-Dollar gemacht und das Ganze ging wirklich auch in einer sehr, sehr schnellen Zeit. Also da gab es bislang überhaupt keine Probleme. Aber lasst uns jetzt einfach mal gemeinsam diese Präsentation hier auf Deutsch durchschauen, damit für die Leute, die hier dran interessiert sind, natürlich auch noch mal ein bisschen besser erklärt wird, was diese Seite eigentlich bedeutet. Deswegen, ich habe das jetzt im Vorfeld schon mal aufgemacht und gehe jetzt einfach mal auf die Präsentation.
Ja, und so sieht die ganze Geschichte dann in deutscher Sprache aus. Hier einmal Invest Funds Online. Ich werde jetzt übrigens nicht jedes einzelne Blatt, was es in dieser PowerPoint-Präsentation hier gibt, einzeln besprechen. Aber damit wir mal so einen kurzen Überblick über Invest Funds Online haben, sprechen wir hier mal so über einige Folien, damit hier das ein oder andere nochmal deutlicher erklärt wird. So, dann lasst uns mal starten. Ja, hier wie gesagt einmal die Startseite der ganzen Präsentation. Invest Funds Online, eine australische Investmentgesellschaft, die weltweit gemäß dem Unternehmensgesetz von 2001 tätig ist und von der Australian Securities and Investment Commission zugelassen ist. Also wirklich eine Plattform, die auch was dahinter stecken hat. Und ich suche mir jetzt, wie eben gerade schon angekündigt, einfach mal die Folien aus, wo ich denke, dass die Community da auch einen Mehrwert von hat. Also gehen wir einfach mal weiter. So, hier haben wir einmal ja sichere Investitionen. Hier ist noch mal so ein bisschen was über das Unternehmen gesagt. Wenn Sie mit Invest Funds Online, Sie erhalten einen Anlagevertrag und sind geschützt durch die australische Kommission für Wertpapiere und Investitionen. Diese Seite ist mehr oder weniger dafür gedacht, um den Anlegern und Investoren noch mal etwas Sicherheit zu geben. Ich schiebe jetzt mal mein Bild hier an die andere Seite beziehungsweise mal so ein bisschen mittig, damit ich hier jetzt nichts verdecke. Und hier hat man nochmal eine Übersicht darüber, wie viele Australier im Einzelnen jetzt schon Kryptowährungen nutzen. Das ist natürlich nicht bezogen auf diese Plattform an sich, sondern allgemein über die Popularität von Kryptowährungen und was da wirklich auch dahinter steckt. So, auf der nächsten Seite sehen wir dann nochmal eine schöne Demonstration über die Arbeit der Plattform und zwar, dass sie Invest Funds Online sehr, sehr auf nachhaltige Ergebnisse setzt. Sollte euch das interessieren, wie gesagt, ihr findet die Präsentation an sich auch auf dem Dashboard, beziehungsweise nein, doch auf dem Dashboard auf eurer, ja, auf eurem Account ganz unten, einfach als deutsche Version. Um das mal etwas genauer durchzulesen, könnt ihr euch das dann selber einmal anschauen. So, gehen wir hier mal weiter. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, den Strategieausblick der ganzen Geschichte. So, jetzt muss ich das mal wieder hier rüber machen. Entschuldigung bitte, ab und zu muss ich mal mein Bild heute verschieben. Und zwar hat man hier den Strategieausblick, die Geschäftsstrategie von IFO basiert mehr als nur der Vielfalt der Vermögenswerte und der kompetenten Diversifizierung. Diversifizierung heißt einfach, dass man wirklich breit aufgestellt ist, auch im Unternehmen und nicht nur auf ein Pferdchen sozusagen setzt, sondern dass das Kapital aus mehreren verschiedenen Einnahmequellen stammt. Daraus ergibt sich dann eine Liquidität, unternehmerische Nachhaltigkeit, Kapitalisierung und Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien. So, dann gehen wir einmal weiter. Zack. Hier ist noch mal ein bisschen was über die Einstellung des Unternehmens gesagt, also verantwortungsvoller Ansatz. Wie gesagt, wenn ihr euch das alles noch mal im Einzelnen durchlesen wollt, macht das sehr, sehr gerne. Hier wird natürlich auch noch mal darauf eingegangen, dass auch sehr, sehr auf die Umwelt und die Nachhaltigkeit an sich gesetzt wird. So, nächste Folie. In dauerhaften Wandel investieren. Hier geht jetzt das Unternehmen noch mal auf die einzelnen Pläne, die ich anfangs schon beschrieben habe, ein und zwar auf den IFO Classic und auf den IFO Crypto. Ich lese das jetzt nochmal vor, was das alles im Einzelnen beinhaltet. Also der IFO Classic ist ein strukturiertes Produkt, das renditeschwache und renditestarke Anlagen umfasst, darunter Anleihen, Aktien, Optionen, Futures und Risikokapitalanlagen. Heißt also, das Ganze ist auch wirklich breit gestreut. Das heißt, wenn ein Markt mal schlechter läuft, wird er durch den anderen Markt, der dann besser läuft, wieder aufgefangen, so dass sich die Investoren mehr oder weniger keinerlei Sorgen machen müssen, dass sie ihre täglichen Rendite nicht erhalten. Ja, das ist dann so viel zum IFO Classic. Oh, jetzt habe ich einmal zurückgedrückt und ich komme leider in dieser Präsentation jetzt nicht noch einmal zurück. Der IFO Classic, das beschreibe ich jetzt mal mit eigenen Worten, ist wie gesagt aus diversen Produkten für den
Ja, also von der Börse abgesichert und das andere halt im Kryptobereich. Und hier sieht man dann nochmal die Aufteilung der einzelnen Vermögenswerte, wie und durch was, sage ich mal, die Rendite, ja, sage ich mal, erwirtschaftet werden. Hier wird dann auch nochmal beschrieben, durch die Kombination vieler verschiedener Finanzinstrumente bietet es nicht standardisiertes Rentabilitätspotenzial. Strukturierte Produkte sind so konzipiert, dass sie den Renditeerwartungen der Anleger und den Markterwartungen entsprechen. Hier ist, wie gesagt, nochmal der Classic besprochen. IFO Classic umfasst Handel mit Vermögenswerten verschiedener Unternehmen in strategisch wichtigen Wirtschaftssektoren sowie Investitionen in Aktien und Anleihen. Das hatte ich eben gerade schon erwähnt. Und dann kommen wir zum IFO Crypto. Hier ist es auch nochmal schön beschrieben. Befasst sich mit dem Handel von digitalen Vermögenswerten auf dem Kryptowährungsmarkt. Sprich, was viele andere, sage ich mal, Plattformen auch anbieten, wie zum Beispiel Minting, Mining, Trading. Nur ist das hier natürlich alles in ein Paket zusammengefasst, so dass es auch wieder so ist, dass schlechte Marktwerte mit besseren Marktwerten aufgefangen werden können und man, wie gesagt, ein relativ sicheres Gefühl als Investor bekommt. So, gehen wir eine Plattform weiter. Hier nochmal im Einzelnen aufgedröselt, was man denn als Rendite im Monat bekommt. Einmal durch den IFO Classic, das sind 25% Gewinn pro Monat. Und hier nochmal der IFO Crypto, der ergibt eine Rendite von 27,3% Profit pro Monat. Hier auch nochmal, wie gesagt, das Ganze runtergebrochen auf den einzelnen Tag. Und da, und das hatte ich auch schon mal erwähnt, habe ich auch keine Gedanken, dass diese Rendite, egal ob jetzt in diesem Bereich oder in diesem Bereich, hier tatsächlich auch erwirtschaftet werden können. Gut, kommen wir hier weiter. Nochmal eine schöne Auflistung, wie man oder welche, sage ich mal, Schwellen es gibt, um die in die verschiedenen Investitionspläne einzusteigen. Einmal für den IFO Classic, einmal für den Krypto. Hier nochmal 1,17% pro Tag ab 25 Euro. Das Ganze, ihr könnt es wie gesagt auch selber lesen und man sieht es natürlich auch nochmal auf dem Dashboard an sich, in welche Pläne und zu welchen Konditionen man hier einsteigen kann. So, gehen wir weiter. Nächste Seite. Hier haben wir dann, und das ist sehr, sehr interessant, Investfunds Online mehrstufiges Verkaufen. Hier wird es dann sehr, sehr interessant und da können dann, sage ich mal, die Leute, die jetzt wirklich nur hier investieren wollen, mehr oder weniger einmal überspringen. Das hier ist sehr, sehr interessant für die Leute, die sich hier eine eigene Struktur, ein eigenes Team aufbauen wollen, quasi was man hier an Einnahmen generiert bekommt durch seine diversen Partner, die man sich dann im Laufe der Zeit aufbauen kann. Hier sind die verschiedenen Ebenen und natürlich den Profit, den man dann dadurch erhalten kann, einmal aufgezählt. Aber das ist, wie gesagt, nur wichtig für Leute, die jetzt tatsächlich sich auch mit dieser Plattform ein eigenes Team aufbauen möchten. Gehen wir einmal weiter. Hier ist das dann auch nochmal, ja, sage ich mal, relativ gut und deutlich beschrieben. Eröffnen Sie Ihr eigenes Geschäft mit IFO MLM, also Multilevel Marketing. Das zeigt hier auch nochmal einige Punkte, warum es deutlich interessanter ist, hier natürlich zu sagen, alles klar, ich möchte hier nicht einfach nur selber investieren, sondern mir einfach auch ein Team aufbauen. Hier wird nochmal erklärt, ein großes Affiliate-Netzwerk bringt aktiven Führungskräften zusätzliche Boni, innerhalb von 8 Stufen. Also das sind die Ebenen, die an, sage ich mal, unter einem dann am Wachsen sind. Das Ganze ist dann immer wie so ein Baum, sage ich mal, der dann nach unten hin immer breiter wird. So, also sollte es für den einen oder anderen natürlich interessant werden, so lest euch diese Bereiche über den Strukturaufbau im MLM, lest euch das gut durch, das kann sich hier tatsächlich lohnen, aber auch für die Menschen, die jetzt sagen, nee, das ist nicht meins, ich möchte das keinem anderen zeigen, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich will das nicht, ist es hier auch wirklich ein sicheres Pferdchen meiner Meinung nach, hier zu investieren und einfach sich die Rendite einzustecken.
So, gehen wir weiter. Hier sind natürlich nochmal die Zahlungssysteme aufgezählt, also in welchen Währungen man hier investieren kann. Das ist zum einen natürlich für die Leute, die jetzt nicht auf Krypto stehen, möglich mit Perfect Money in USDT im Tron-Netzwerk, Bitcoin und Ether. Dann sind hier unten nochmal aufgezählt die Mindest Entnahmesummen, also was man minimal auf dem Konto haben muss, um hier auszuzahlen. Hier sieht man, wie gesagt, bei Tether ist es natürlich etwas niedriger, weil die Network Fees halt auch unheimlich günstig sind. Deswegen benutze ich sehr, sehr gerne auch das USDT im Tron-Netzwerk. Aber man kann das Ganze natürlich auch in Bitcoin und Ether machen. Hier sind natürlich die Mindestentnahmebeträge etwas höher. So, nächste Seite. Dann haben wir hier nochmal eine Einzelaufdröselung, was man jetzt mit den einzelnen Währungen machen kann. Ich denke mal, die Leute, die in diesem Bereich schon tätig sind, wissen das selber. Hier auf der Seite, das System, also steht hier auch im unteren Bereich, wandelt die eingezahlten Beträge automatisch in US-Dollar um Gewinne auf ein elektronisches Zahlungssystem zu übertragen. Heißt einfach nur, egal in welcher Währung ihr einzahlt, ihr bekommt es automatisch nicht in dem Bitcoin-Wert angezeigt, sondern wie vorhin schon zu sehen, und wir gucken uns das gleich auch nochmal an, natürlich auch in US-Dollar. Das ist einfach der besseren Verständlichkeit halber so gemacht. Dann, weil wenn ich da jetzt draufstehen habe, ich habe 0,038457 Bitcoin drauf, weiß ich im Einzelnen allerdings nicht, wie viel das ist, ohne das über einen Währungsrechner einmal umzurechnen. So, nächste Seite. Hier ist nochmal erklärt, ganz, ganz easy. Die Seite hier, Invest Funds Online, ist wirklich sehr, sehr gut für das Smartphone umgesetzt worden. Also man kann seine ganzen Transaktionen natürlich auch mit dem Smartphone, genau, mit dem Smartphone abchecken. Man hat wirklich alle Funktionen auch auf dem Smartphone. Für die Leute, die jetzt keinen Laptop oder Rechner haben, ist das natürlich super. Man kann Einzahlung tätigen, Auszahlung tätigen, alle Kontostände abfragen. Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr gut und übersichtlich umgesetzt. So, dann kommt hier nochmal so ein schöner Spruch von Warren Buffett. Wer ihn nicht kennt, sage ich mal, kann das hier auch nochmal lesen. Wenn Sie nicht einen Weg finden, im Schlaf Geld zu verdienen, werden Sie arbeiten, bis Sie sterben. Und diesen Spruch finde ich sehr, sehr gut. Und dieser Spruch unter anderem hat mich damals auch dazu veranlasst, einfach zu sagen, okay, warum soll ich mich bitte mein Leben lang totbüffeln, jeden Tag 8 oder 9 Stunden arbeiten gehen, wenn man sein Geld auch für sich arbeiten lassen kann? Und da gehören natürlich auch mal Rückschläge mit dazu, wie wir sie alle jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz deutlich zu spüren bekommen haben. Ich sage da auch wieder einfach nur Atjora, Swapnext oder diverse andere Plattformen, die dann weggegangen sind. Aber meine Meinung ist immer und wird es auch immer bleiben, ja, wer aufgeht, der ist quasi schon tot. So, nächste Folie. Was haben wir dann hier noch zu sehen? Zack. Dann haben wir einmal, ja, so eine Roadmap über das Unternehmen. Jetzt schiebe ich mein Bild mal hier oben hoch. Invest Funds Online, gegründet 2021, beziehungsweise das war der offizielle Start. Und dann ist hier über die Jahre einfach nochmal aufgezeigt, was denn hier auch im Jahr 2022 noch passieren wird. Also hier nochmal hinzufügen neuer Zahlungssysteme, Umgestaltung und Modernisierung der Webseite und, und. Also man sieht, hier wird tatsächlich auch daran gearbeitet, das, was passiert. Und die Roadmap geht natürlich auch noch weiter bis ins Jahre 2023. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Hier kommen nochmal neue Pläne mit dazu, unter anderem halt IFO Startups. Das Ganze, wie das dann aussehen wird, das werden wir noch im Einzelnen sehen. Aber was ich sehr beruhigend finde, dass diese Plattform wirklich auch für die Zukunft weiterdenkt und das Ganze nicht nur ein schnelles Geld einsammeln ist, sondern hier eine ständige Entwicklung, sage ich mal, vorangetrieben wird. So, im Einzelnen, wie gesagt, könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen. Hier gibt es auch nochmal Einführung einer HD-Geldbörse für mehrere Kryptowährungen zur Speicherung und Durchführung von Transaktionen mit virtuellen Währungen, IFO-Geldbörse mit Handelsfunktionalität. Also hier wird es in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein eigenes Wallet geben, das man aktiv nutzen kann, ohne auch hier zu investieren. So zumindest verstehe ich das. Ja,
Dann haben wir einfach nur noch hier einmal die Kontaktdaten, also wie man den Support kontaktieren kann und natürlich auch nochmal, und das kann ich sehr, sehr empfehlen, der Kontakt zu Telegram. Da gibt es natürlich auf eurem Dashboard auch immer nochmal einen Button, den man klicken kann. Diese Gruppe kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, weil dort auch unglaublich viel Austausch stattfindet und sehr, sehr viel gefragt und geantwortet wird. So, gehen wir nochmal weiter. Kommt denn hier jetzt noch was? Zeit in IFO. Ja, hier ist quasi nochmal so ein schönes kleines Sprüchlein, warum man denn jetzt in IFO investieren könnte oder sollte und was man davon hat und natürlich auch nochmal die Vorteile fürs Multi-Level-Marketing für die Leute, die es dann auch betreffen sollte. So, und damit hat sich die ganze Geschichte jetzt auch schon erledigt und ich denke mal, mit so einem groben und schnellen Überblick über dieses Unternehmen konnte ich noch mal ein bisschen mehr Transparenz mit hier reinbringen. So, dann gehen wir einmal zurück, zack, und wir gehen wieder hier drauf und sind jetzt wieder auf der Startseite. Hier, wo natürlich noch mal die Zahlen dargestellt werden. Und ich sage mal, in anderthalb Wochen jetzt 243,77 US-Dollar an Profit. Das ist natürlich nicht von schlechten Eltern. Das kann ich mal so sagen. Das ist nicht übertrieben und das ist für mich eine schöne Summe Geld und ich denke mal, dadurch, dass ich hier auch weiterhin investieren werde, wird hier noch das ein oder andere Dollarchen mit dazukommen und ich werde ja heute hier auch noch mal aufstocken. Ich werde hier noch mal das Geld, was jetzt hier drin ist, die 184,77 und zuzüglich noch mal 400 oder 500 Euro Dollar noch mal mit reinpacken. Ja, das noch mal zur Vorstellung von Invest Funds Online. Das Video heute ist ein bisschen länger, weil es kommen ja jetzt noch zwei Plattformen, in welche ich auch weiter investieren werde. Aber das Ganze geht dann natürlich etwas schneller. Ich wollte da einfach noch mal bei Invest Funds Online ein wenig mehr Transparenz mit reinbringen und natürlich dadurch, dass jetzt hier auch diese Präsentation zur Verfügung gestellt worden, ging das auch deutlich einfacher als jetzt im Vergleich, wo ich hier gestartet habe. So, was haben wir dann noch? Also, Invest Funds Online, eine Plattform, wo ich definitiv weiter am Ball bleiben werde und wo ich auch weiterhin investieren werde. So, nächste Geschichte ist natürlich Business.club. Ja, auch hierzu werde ich euch natürlich das Hauptvideo zu Business.club unten in die Videobeschreibung mit reinpacken, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Sehr, sehr interessante Plattform, ein eigenes Ökosystem und ich muss jetzt aus der Erfahrung sagen, dass diese Plattform, wo wirklich was dahinter steckt, hier ist ja wirklich auch, und das könnt ihr auch im Hauptvideo sehen, diese Seite bietet wirklich auch Dienstleistungen für Außenstehende an, darunter unter anderem halt ja die Bereitstellung von Speicherplatz und Webseitenaufbau und. Das Ganze seht ihr natürlich auch, wenn ihr das im Einzelnen sehen wollt. Jetzt muss ich einmal selber kurz schauen. Wo war das denn? Irgendwo hier gab es eine Beschreibung. Jetzt bin ich gerade ein bisschen blind oder ich finde es gerade nicht. Powerteers Card Support werde ich auf jeden Fall nochmal nachreichen. Es gibt hier definitiv eine Beschreibung darüber, wie das Ganze. Ach Quatsch, Mensch, ich bin doch doof, da kann ich ja lange suchen. Auf der Startseite. Also, wenn ihr hier noch nicht eingeloggt seid, dann findet ihr dort den kompletten Aufbau oder aber natürlich auf meinem oder in meinem Hauptvideo zu Business.club. Ja, und was hat sich hier bei mir getan? Also, mir erwirtschaftet jetzt momentan die Seite, das können wir uns auch hier rein ziehen noch einmal. Ach Mensch, jetzt war ich zu lange offline, dann wurde ich automatisch aufgeloggt. Dann gucken wir uns das hier nochmal an. Zack, 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 Motorrad, 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 zack. Und dann loggen wir uns einfach nochmal ein. Das Ganze ist ja schnell erledigt. Also Business.club, jetzt sind wir hier schon bei Earnings im Team. Hier seht ihr, was mir die Seite jetzt momentan tagtäglich erwirtschaftet. Und hier liegen wir immer, wenn man das jetzt mal rundet, in einem Bereich um die 50 Euro jeden Tag bei einem Invest von 1.156. Natürlich sind hier meine Rev-Einnahmen, sprich meine Community ist hier natürlich immer schon mit eingerechnet. Und so kann man natürlich sehen, dass das Ganze hier sowohl für den Einzelanleger als natürlich auch für die Leute, die sich hier eine Community aufbauen möchten, sehr, sehr interessant ist.
So, das zu Business.club. Und natürlich habe ich jetzt, und das war mein allererstes Video, so hat mein YouTube-Kanal mal gestartet. Natürlich habe ich hier jetzt auch noch, ja, Juicy Fields mit dabei. Ich habe jetzt vor kurzem, vor 2 Tagen, eine etwas größere Summe auch ausgezahlt. Wir können uns das Ganze auch noch mal anschauen. Das Ganze werde ich aber reinvestieren, und zwar zum jetzigen Freitag. Dann fängt der nächste Plan an. Tuck, tuck, tuck. Wir gehen mal in meinen Verlauf hinein. Und zwar habe ich hier ausgezahlt 2.886 Euro. Die ganze Geschichte hier läuft definitiv weiter, würde ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen. Bei Juicy Fields habe ich jetzt überhaupt keine Probleme und ist auf jeden Fall seit Anfang an in meinem Portfolio und auch immer super sicher gelaufen, super zuverlässig gelaufen, obwohl man hier schon des Häufigeren natürlich auch gehört hat, ja, das Ganze könnte scammen, dies, das, jenes. Aber ich finde, gerade bei einer Plattform wie Juicy Fields, das hebt sich irgendwie von der Masse ab, weil man kauft ja mehr oder weniger eine Dienstleistung. Sprich, man kauft hier eine Pflanze, das Ganze wird von dem Unternehmen hier bewirtschaftet, sprich, das Ganze wird gepflanzt und ja, gepflegt, bis es zur Ernte kommt, und das Ganze wird dann natürlich mit Gewinn weiterverkauft. Ich hatte mal gehört, dass der Verkaufspreis bei Juicy Fields pro Gramm circa zwischen 10 und 12 Euro liegt, und wir als Investoren kriegen davon 1,50 Euro, was hier am Ende bei rauskommt. Und das hat bei mir bisher in der Vergangenheit immer ganz, ganz hervorragend funktioniert. So, und damit ihr jetzt seht, dass ich hier auch keinen Mist erzähle, werde ich hier natürlich auch nochmal meine Einzahlung jetzt tätigen. Ich werde, wie gesagt, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit überlegt, nochmal 400 Euro draufpacken und diese 184,77 auch nochmal reinvestieren, damit das Ganze hier wieder etwas ins Laufen kommt. Deswegen nehmen wir erstmal hier den Betrag und ich packe den jetzt in den, jetzt gehen wir einmal hier durch, jetzt muss ich gucken, Deposit, genau. So, und zwar packe ich das in den IFO Classic, damit das auch so ein bisschen gestreut ist. Nein, Quatsch, ich packe es, warte mal, jetzt muss ich selber erstmal schauen. Deposits, hier habe ich den Classic. Ich gehe jetzt in den IFO Krypto und werde hier natürlich noch einmal investieren. So, aber jetzt geht das hier. Ach so, das sind meine Anzeigen über den Dings, aber ich will ja ein Investment tätigen. Da war ich gerade im falschen Dings, im falschen Reiter. So, jetzt gehen wir hier in den IFO Classic. Zack, den klicke ich an. Wir machen hier Pay from Balance und hier habe ich ja meine Balance 184. Punkt 84 und werde das Geld gleich wieder reinvestieren. Zack, das ist Nummer 1. Dann ist das Ganze hier schon Deposit successfully created. Und zusätzlich mache ich mir jetzt gleich mal meine Kryptobörse, also sprich meine Binance Wallet auf, und werde auch nochmal 400 Dollar auf diese Plattform draufbringen. Ja, und dann ist das erste auch schon einmal abgeschlossen. Und jetzt sieht man auch, dass die Balance hier wieder auf 0 Dollar ist und das Ganze hier jetzt eingetroffen ist. Und jetzt machen wir im zweiten Schritt natürlich auch nochmal, wenn ich das schon sage, die Einzahlung von meiner Binance Wallet. Und zwar dachte ich hier, alles klar, ich packe hier nochmal 400 Dollar oben drauf. Und zwar nehmen wir den IFO Classic. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht vertausche, weil ich wollte nochmal was in den zweiten Plan reinpacken. Genau, ich habe ja schon sehr viel im Krypto, aber ich will natürlich breit aufgestellt sein und packe jetzt nochmal was in den Classic rein. Und das mache ich natürlich hier wieder drüber. Zack, IFO Classic ist ausgewählt. Hier nehme ich 400 in USD. Zack. Gehe auf Invest und werde ja dann immer automatisch hier weitergeleitet. Aber warum zeigt er mir denn jetzt, habe ich denn irgendwo was vergessen? Ich möchte das Ganze ja, jetzt sind wir wieder hier. Oh, jetzt hat er mich ganz rausgeschmissen. Ich wollte natürlich auf Invest Funds Online. Zack. Dann laden wir das nochmal. Ihr seht, auch mir passieren ab und zu mal Fehler. Ich möchte das ja in USDT einzahlen. So, ach, hier unten habe ich natürlich vergessen, das Ganze umzuwechseln. So, dann machen wir das eben noch einmal. 400. Zack. So, und dann haben wir hier auf der nächsten Seite gleich die
Seite von Paycasa, das ist der Zahlungsabwickler. Und dann werde ich das Ganze jetzt mal hier gleich mit euch live übertragen. Ich kopiere mir als allererstes schon mal den Kryptocode. Dann hätte ich auch hier drüber machen können. Zack, aber jetzt machen wir es so. Zack, einmal kopieren. Gehe auf mein Binance Wallet. Gehe hier auf Withdraw. USDT. Dann tragen wir hier die Adresse ein. Einmal einfügen. Das Netzwerk ist TRC20, dann sollte das laufen. Und jetzt nehme ich mir im zweiten Schritt natürlich den exakten Betrag hier. Zack. Kopiere mir den auch raus. Und übertrage den auch hier rein. Zack. So, und dadurch, dass wir ja hier den 1 Dollar an Network Fee haben, machen wir das so. Ich ersetze die 0 durch eine 1 und dann erscheint hier der exakte Betrag, den ich gerne hier transferieren möchte. Zack. Zack. So, und jetzt generiere ich mir wieder meine Quellcodes. Ihr kennt die ganze Geschichte und wenn die Dinger da sind, dann geht es an dieser Stelle hier für euch weiter. Bis gleich. Ja, Verification Codes sind da eingetragen und jetzt schicke ich das Ganze hier natürlich einmal auf die Reise. Beim letzten Video konnte man ja schon sehen, dass das hier wirklich in einer sehr, sehr guten Geschwindigkeit geht. Das können wir jetzt hier wieder zurückpacken. Und dann denke ich mal, sind wir mit der Seite jetzt auch durch. Ich werde jetzt auch nicht mehr abwarten, bis das Geld hier, sage ich mal, ankommt, sondern ja, beende jetzt dieses Video, indem wir zurückgehen auf meinen Kanal. Und ich kann schon wieder sagen, die Community ist schon wieder größer geworden. Ich heiße alle von euch wirklich ganz, ganz herzlich willkommen. Und hoffe, dass euch dieses Video hier heute mal aus Berlin natürlich auch gefallen hat. Dann lasst mir bitte wieder einen Daumen nach oben da und natürlich abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keines meiner weiteren Videos irgendwie mehr verpassen könnt. Der Disclaimer, und den hätte ich jetzt beinahe vergessen, der kommt natürlich noch ganz zum Schluss in dieses Video. Ich bin natürlich weder Vermögens- noch Investmentberater, auch kein Steuerberater. Alle meine Videos basieren einzig und allein auf eigenen Erfahrungen und ich wollte euch mit dem heutigen Video einfach mal einen Überblick darüber zeigen, wie es denn bei mir jetzt weitergeht. Ich habe diese drei Plattformen, von denen ich wirklich und tatsächlich sehr, sehr viel halte, die auch wirklich sehr, sehr gut und zuverlässig laufen und es muss ja tatsächlich auch weitergehen. So, dann wünsche ich euch bis dahin jetzt erstmal einen wunderschönen Abend. Das nächste Video von mir kommt übrigens am Mittwoch oder am Donnerstag, je nachdem, wie ich das schaffe. Und auch in diesem Video werde ich mir wieder was Schönes für euch einfallen lassen. Da bin ich jetzt momentan noch in der Findungsphase, um euch da wirklich guten und adäquaten Content zeigen zu können. Weil ja, momentan ist es einfach schwierig, sich auf diverse andere Plattformen verlassen zu können. Deswegen dachte ich jetzt, wir machen wieder was in der nächsten Seite beziehungsweise in dem nächsten Video etwas mit Bestand. Und da werde ich mir was Schönes für euch einfallen lassen. Ja, macht euch jetzt einen schönen Feierabend, schönen Abend und bleibt mir vor allen Dingen natürlich gesund. Das ist das Allerwichtigste, weil was kann man nicht mit Geld kaufen? Die Gesundheit. Und von daher passt einfach auf euch auf. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Martin. Macht's gut!